Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und finally ist es da, das Winter-Update in der Vorschau. Und jetzt wissen wir auch, ob noch ein Secret-Special-geiles Update kommen wird oder ob wir für dieses Jahr leider ein bisschen enttäuscht werden. Aber, na, gar nicht lange rumgeredet, wir gucken uns das Update für dieses Jahr, das letzte große, demnächst in Jorvik zusammen an. Als erstes ist das Update, was morgen kommen wird, denn Schattenschild und Schneetänzer treffen im Winterdorf ein. Jeden Winter treffen sie sich in den dunkelsten Nacht des Jahres, in der hellste Schnee liegt, um gemeinsam darin zu tanzen. Also die beiden Araber kommen zusammen und wir wissen ja schon, es kommt erstmal noch ein neues Rennen damit rein, nämlich der See wird gefrieren auch. Der Fluss wird gefrieren, es kommen noch die Haustiere, das wissen wir auch nämlich. Und wir gucken nämlich direkt schon mal auf das zweite an. Kälteres Wetter hat die Szenarien einen eiskalten Anstrich verpasst. Genau, die Magie des Nordlichts wirkt jetzt noch außergewöhnlicher. Die gefrorenen Seen und Flüsse bieten sich für Rennen mit Rutschgefahr an. Pferde von Jorvik ist... Nein, das ist... Oh mein Gottes Willen. Oh nein. Erinnert ihr euch zusammen, als wir da gestanden sind und gelacht haben? Ja, wahrscheinlich wird das geheime Update Guillermo Gadea, der schon wiederkommt. Oh nein, er ist tatsächlich innerhalb von einem halben Jahr jetzt 4-mal da gewesen. Guillermo Gadea war jetzt wirklich 4-mal jetzt schon da. Oh mein Gott, der ist ja nur noch da. Der ist ja schon, wir sollten es einfach... Oh Gott, oh nein. Den ein oder anderen Rabatt. Mal gucken, was die Rabatte sein werden. Dann, diese Woche machen wir es uns besonders gemütlich. Nehmen an unseren neuen Aktivitäten teil, um etwas winterliche Wärme zu verspüren. Halte nach Schätzen mit Lieblingseinwohner von Jorvik, baue einen Schneemann oder benutze... Das ist aber geil. Also Schneemann bauen als neue Funktion. Fotostation ist wahrscheinlich wieder wie beim letzten Mal, dass wir diese Greenscreens haben, wo wir dann Bilder dran machen können. Finde ich aber wirklich nice. Ich glaube, das hier ist jeweils die erste Woche noch zusammen, weil das sollte ja eigentlich zusammenkommen. So, dann. Nein, das ist tatsächlich okay. Das heißt, wir kriegen anscheinend die normalen Rennen jetzt erst rein und danach das Rutschrennen als in einer Woche. Danach dann die neuen Aktivitäten. Und wie es aussieht, haben wir eine neue winterliche Tanzfläche, weil die sieht definitiv jetzt anders aus. Leute, das neue Jahr mit Stil ein. DJ Kai sorgt für ordentlich Party auf gleich zwei Tanzflächen. Außerdem haben wir Feuerwerk, Laternen und fantastische Outfits. Ich bin gespannt, weil bisher war das Silvester-Update immer das lameste für diesen Monat immer. Sieht an sich ganz nice aus. Blicken wir auf ein Winter-Event zurück, indem wir unsere Erinnerungen in gemeinsamen Momenten teilen. Sieh zu, dass die Festivitäten voll auskosten. Sammle Wintergrüße. Okay. Also, erstmal, wir haben kein Charakter-Update. Das geheime Secret-Update ist im Endeffekt, dass wir ein paar neue winterliche Aktivitäten bekommen. Also, ich habe ja immer gesagt, es kommen zwei Winter-Updates. Aber wir wissen jetzt, es kommen drei Winter-Updates. Wir haben Teil 1, das wir jetzt schon haben. Teil 2, die Rennen kommen. Der Fluss gefriert und Teil 3, es kommen neue Sachen dazu, wie Schneemänner bauen und sowas. Also eigentlich ein gesammeltes Update wurde halt auf drei Sachen gesplittet. Leider ist damit aber auch klar, was dieses Jahr alles rausgefallen ist. Wir werden ein großes Update-Fazit-Video machen noch, was die Tage jetzt dann kommen wird. Wo ich gespannt bin, was wir dann alles so... Also eigentlich bin ich nicht gespannt, ich weiß genau, was rauskommen wird. Aber seid gespannt selber, wir werden alles nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Eure Meinung zu dem Update vom Dezember gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. An sich sind ein paar coole Sachen dabei. Ist nur, finde ich, schade, dass es so gesplittet ist. Weil wir ganz klar sagen müssen, dass alle Updates wieder eigentlich ein Update sind, was über den ganzen Monat gestreckt ist. Und natürlich fehlt irgendwas richtig Krasses, was für dieses Jahr noch angekündigt war. Aber für sich alleine gesehen ist es eigentlich ein ganz schönes Winter-Update. Das ist mein Fazit dazu. Viel Spaß euch dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.